Ja, hallo ihr Lieben, und zurück zur neuen Folge von Die Sims 4. Ja, letzte Folge hatten wir ein Hundetraining im Park. Oh. Mit Lotte? Du schreib mal dein Buch zu Ende. Elena muss auch mal ein bisschen gebadet werden. Wo bist du? Du gehst mit Lotte spazieren, obwohl ihr gar nicht mehr weitergeht. Hm? Gehst du mal nach Hause? Du wirst mal Freundschaften schließen. Du musst ja heute auch noch los. Auf Level 7 haben wir es jetzt nicht mehr geschafft. Komm mal her. Bade mal kurz Elena ein Schaumbad. Dass sie auch mal gebadet wird? Und ja. Tina hat Elsa in der Schule getroffen. Perfekt. Sie muss ja heute auch noch zu ihrer Theater-AG nach der Schule, ne? Ja, muss sie auch noch? Ach, und er ist schon weg. Er ist ja auch 9, halb 10. Was ist Lotte? So. Du hast bei Level 4 mit Denken. Sieht so aus, als wäre alles fertig. Das macht dann 77 Simoleons. Perfekt. Tantienbericht 356. Der Geldbaum ist auch gewachsen. Mal gucken, ob der was wert. Weil wir den jetzt aus dem Belohnungstor haben. Mal gucken, ob das Casting trotzdem klappt. Weil er jetzt nicht Level 7 geschafft hat. Hast du Angst vor dem PC? Aber Leute, der tut dir doch nichts. Füße. Der tut dir doch wirklich nichts. Macht Spaß? Party Frenzy spielen, willst du danach? Level 6 der Schreibfähigkeit. Lotte ist rollig. Willst du hier weiterspielen, Süße? Wie weit brauchst du da mit deinem Buch? Auch noch eine Weile. Unsere Schriftstellerin. Aber sieht so aus, als wird ihr Spaß machen, ne?
Da kommt er nach Hause. Ach, schon da. Casting bestanden. Perfekt. Dann muss er denn los, am Samstag um 12 Uhr. Wütendes Gefühl erforschen, Comedy-Fähigkeit erhöhen und mit Regisseur anfreunden. Gut. Laden wir die mal ein. Hat mir sonst auch noch nie gemacht. Kommen die Filmpartner mal. Wer bist du? Freundlich vorstellen. Hier wäre doch was für, Weil er kann ja auch mal, Spaß haben mit jemand anderem. Da, dann sind sie quitt. Ihr könntet doch von ihnen schwanger werden. Das gibt ein Durcheinander. Aber es wäre mal was, oder? Warte mal. Wir geben ihm ein paar Reparaturtipps. Guck mal, die lädt unseren Müll. Schön, mal Gäste zu haben, die auch unsere Hausarbeit erledigen. Sie sollten uns auch mal kümmern, vielleicht. Können wir das wütende Gefühl erforschen? Ja, und das leben wir dann mit Christina aus. Da die beiden eh zerstritten sind. Aber wir müssen uns mit Regisseur anfreunden. Ach, guck mal, wenn wir mit ihr Witze machen, erhöhen wir auch die Comedy-Fähigkeit. Das ist gut. Wer ist denn der Regisseur eigentlich? Er? Ich weiß gar nicht, ob er der Regisseur ist. Oder sie? Bleib doch hier! Ach nee, hat schon geklappt! Dann werden wir ihr mal ein paar Witze erzählen. Dann erhöhen wir das gleich dazu. Du schickst mal dein Buch an einen Verlag. Bitten zu gehen und wütendes Gefühl erforschen. Und das geht nicht, weil er gerade verspielt ist. Okay, ich würde aber noch mal warten. Halt!
Kannst dich dabei nicht hier hinsetzen? Oh, ein Erdnussbutter-Jelly-Sandwich. Die muss ja gleich wieder los. Zum Theater AG. Du nimmst ja auch mal ein Gericht. Genau. Bitten zu gehen. Setz dich mal hin. Ich will auch mal schlafen. Du musst ja immer noch das Sofa nehmen zum Schlafen. Nein, dich abwaschen. Neue Marotte. Okay. Nein, du auch nicht. Packt ihr eigentlich immer eure Sachen hin? Hältst du es auch ab? Ja gut, dann nicht, dann spült's ab. Kannst du auch schon mal schlafen gehen? Dann schlafen wir schon mal alle. Wann kommt sie denn? Ach, sie ist da, gut. Nimmst du dir auch mal ein Gericht? Mach mal ein Nickerchen. Du isst jetzt auch eine Kleinigkeit. Dann musst du nur auf die Toilette und Spaß haben. Aber es ist eigentlich eine tolle Idee, wenn wir mit ihm auch mal unsere Fühler ausstrecken. Aber natürlich nicht für immer. Die werden sich wahrscheinlich irgendwann wieder vertragen. Wieder versöhnen. Schmeckt's? So. Dann gehst du mal auf die Toilette. Danach spielst du hier mal ein Spiel.
Dein Spaß? Und dann geht's jetzt auch ins Bett. Mach so weiter, Nickerchen. So. Schlafen jetzt erstmal alle? Warum rufen alle abends so spät an? Verstehe ich irgendwie nicht. Aber gut. Dann muss er zum Auftritt. Zwölf Uhr am Samstag. Ausgeschlafen? Gehst du mal auf die Toilette? Und danach wirst du was kochen zum Frühstück? Weg, Salat, Tomaten-Sandwich. Warum nicht? Auch gleich ausgeschlafen? Was ist? Was, Mo? Wollen alle spazieren gehen? Ja, wir gehen auch noch. Bobby. So. Oh, dann nimmst du dir schon mal ein Gericht. Jetzt auch schon auf, weil du musst doch deine... Heute ist Samstag. Müsstest ja eigentlich gar nicht so dringend die Hausaufgaben machen. Guck ab und zu mal nach dem Baum hier. Siehst du auch was an? Gehst mal aufs Töpfchen. Aber ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns dann heute Mittag nochmal in der Spezialfolge von Strangerville. Ja. Und hier wieder morgen. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.